Mein Name ist Martin Ebner, ich bin Leiter der Organisationseinheit Lehr-Lehrtechnologien an der Technischen Universität Graz und hier bin ich als Präsident des Vereins Forum Neue Medien in der Lehre Austria, der heuer erstmalig also die GMW 2016 also ausrichtet und als solches freue ich mich also besonders hier zu stehen. Der Verein hat sich sowieso dem Thema verschrieben, neue Medien in der Lehre. Und also als Dachverband in Österreich haben wir uns gedacht, also wäre es doch einmal sehr nett, also auch die wahrscheinlich größte deutschsprachige Tagung zum Thema Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft auszurichten. Einerseits um den Wunsch unserer Mitglieder, noch Tagungen und Veranstaltungen etwas gerechter zu werden und andererseits also auch, um in Österreich vielleicht noch mehr Breitenwirksamkeit erzielen zu können, weil wir ja wissen, unsere Community ist sehr groß und ich glaube, das spiegelt sich also auch dann an der Tagungsteilnahme heuer wieder. Das Besondere an der GMW 2016 sind die vielen, vielen verschiedenen Tagungsformate. Das heißt, wir haben neben den traditionellen Formaten wie Vorträgen, Workshops und Posters erstmalig eine Bachelor Culture Sessions, Knowledge Cafés, Gallery Walks und Flipped Conference Talks. Das heißt also viele verschiedene Formate mit der Idee, also die Kommunikation und voranzutreiben, die Interaktion und den Austausch also in der Community zu fördern. Und wir hoffen oder nein, wir wissen eigentlich, dass das sicher gut angenommen werden wird und sind also sehr gespannt, also wie das dann weitergeht mit diesen vielen verschiedenen Formaten. Ja, also die GMW 2016 hat im Vorfeld schon gezeigt, dass wir ein hohes Interesse hervorgerufen haben. Wir haben also viele, viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen also aus dem ganzen deutschsprachigen Raum hier, insbesondere auch aus Österreich, was uns also natürlich sehr freut. Und ich möchte mich vor allem auch jetzt schon bedanken für die tolle Organisation, weil wir haben ja eine Kooperation hier mit der Universität Innsbruck, die also nicht nur die tollen Gebäude stellt, sondern auch ein Team uns zur Verfügung gestellt hat und also ohne das wäre es natürlich nicht möglich gewesen. Und so glaube ich, dass wir auf eine gelungene Tagung auf alle Fälle jetzt hinschauen und auch im Nachblick dann also auch das tatsächlich sehen werden, dass es ein schönes Ereignis war.